mag Magnetilo nicht als Gegner. Es bereitet mir gänzliches Unbehagen. Aber ich habe jetzt ein Psycho-Pokémon. Das dürfte eigentlich ganz normalen Durchschlag haben. So. Psystrahl. Ja. Es hat nicht geklappt. Das ist jetzt relativ bescheiden. Psystrahl. Nicht mal Psycho-Attacken klappen gegen Magnetilo? Was ist das denn für eine Scheiße? Eieiei. Der erhält nichts dazu. Keinen Angriffspunkt. Keinen einzigen. Nur Verteidigung oder Leben. Als nächstes kommt Magnetilo. Komm, mein fischiger Freund. Was ich alles mit dir durchmachen muss, ey. Blub, blub. Rapodu. Selbe Welle, selbe Stelle. So. Komm zurück, Carpador und Kadabra. Komm hervor. Au. Komm, probieren wir es mal mit Konfusion. Ja. Belassen wir es lieber dabei. Oh. Oh. Das ist gar nicht gut. Ein Volltreffer. Dankeschön. Alles klar, also Ultraschall ist schon mal ein No-Go. Carpador ist Level 9. Meine Nerven sind am Ende. Ja, genau. Also. Bitte, was soll der Kack? Ja. Und da haben wir es schon. Der Skype-Faktor. Magneton. Wie gerne hätte ich dich im Team. Weil dich gibt's ja nur in einem Kraftwerk. Ich nehme jetzt mal das. Ich werde jetzt hier ordentlich was. Giftpuder. Da hat Schlafpuder auch keine Wirkung. Nein! Ich habe zu schnell gedrückt. Verdammt! Nein, 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 nein. Ich werde das Ganze hier sicherlich nicht jetzt verlieren. Nicht so. Kannst mich mal. Nochmal. Lass krachen. Deckel. Komm, das hält so aus. Ich kann jetzt auch gleich mal gucken, nachdem ich zum Pokémon Center war, um meinen Pokémon hier mal ein bisschen wieder aufzufrischen. Wie es denn mit dem Pokémon hier in der Gegend steht, also was es hier zu fangen gibt. Ich dachte schon. Tackle. Bom. Also Stahl-Pokémon sind schon mal ein No-Go. Die habe ich wirklich jetzt gefressen. Es hält einen Angriffspunkt. Nach 5 Leveln. Ist ja Wahnsinn. Mechaniker, hast du was verloren. Au, der Funke ist übergesprungen. Ja. Das ist schlecht, mein Freund. Zack. Was ist das denn eigentlich für eine? Der Zwang, erneut mit jemandem zu kämpfen. Hast du diesen Zwang nie verspürt? Ich bin sicher, das hast du. Nee, dass du das hast. Gegen gewisse Trainer wollte ich immer wieder antreten, also habe ich dies wieder weggegeben. Nimm bitte auch eins. Oh, das ist geil. Das Ding ist geil. Findest du Trainer, die einen Rückkampf möchten? Du musst allerdings die Batterie aufladen, um es zu betreiben. Wie Batterie aufladen? Wie mache ich das denn? Wie mache ich denn die Batterie wieder voll? Jetzt mal ohne Witz. Beutel.
Kampf an ein Gerät, das rückkampffähige Trainer ausfindig macht. Die Batterie lädt sich beim Reisen. Das ist geil. Da habe ich jetzt unendlich Stoff zum Verpulvern. Komm. Oh, Moment. Scheiße. Die Batterie ist nicht genügend aufgeladen. Anzahl der nötigen Schritte, um die Batterie auch vollständig aufzuladen, 26. Erstmal das Item hier mitgenommen. Guck ich mal hier, was für Pokémon es hier gibt. Habitak. Ja, Habitak kannst du dir sonst so hinstecken. Ich mag das Vieh nicht. Flucht unmöglich. Oh, Pazuktu. Pazuktu. Du wolltest es so. Jetzt werde ich dich durch jede Ecke schießen mit meinem Kadabra. Du wagst es auch noch meins anzugreifen. So haben wir nicht gewettet, mein Freund. Das Problem ist, Carpador hat gefahren nichts drauf. Da ist jedes Pokémon mutig. Traumato. Naja, ein Psycho-Pokémon haben wir jetzt schon. Ja, komm, das will ich nicht. Rettern. Dich will ich nicht. Noch ein Rettern. Nee, ich bin kein Freund dieser von dem Vieh. Flucht unmöglich. Oh, oh. Nein, komm. Du bist entkommen. Mein armes kleines Carpador, wie kannst du es wagen? Ich habe gerade erst angefangen, Pokémon zu trainieren. Eine Herausforderung von Teenager Sönke. Sandan. Ich glaube, da ist Bisaknosp wieder ganz gut geeignet. Drum werde ich es mal eben rauspacken. Oder rausholen. Ein Igler. Steigt. Aber du bist trotzdem jetzt tot. Instant Kill! So einfach geht das, mein Freund. Ich zerschnibbel dich und du fällst einfach um. Ja, dir bleibt nichts anderes übrig, als umzufallen. Nein. Das will ich jetzt haben. Saknos, gut, komm zurück. Carpador. Blub, blub. Zubat. Wen nehmen wir denn? Kadabra. Das braucht noch Training. Oh fuck, das Vieh hat Biss. Mit Blutsauger komme ich zurecht. Was? Wieso ist das so effektiv? Siehstrahl. Okay, das ist auch so effektiv. Das ist geil. 100. Ach schade, ich dachte, da steht jetzt schon Carpador hat Level 11 erreicht. Tja, da musst du sie trainieren, dann sind sie nicht mehr schwach. Meine Pokémon müssen bereit sein. Ich bin bereit, jederzeit. Nidoran. Männlich. Oh Mann, das will ich haben. Oder weiblich, ist mir egal. Eins von beiden. Obwohl ich ja Nidoking cool finde. Nidoqueen hat auch was. Weißt du was, mein Freund? Versuch's nochmal. Später. Adios, amigos. Level 11 rockt.
Level 22 leider noch nicht. Nidorino! Boah, jetzt bin ich neidisch. Du Sack, du hast schon Nidorino. Muss ich gleich meinen Pokédex gucken, wo man das fangen kann. Dann kann ich mir eine Stufe direkt überspringen. Obwohl Nidorino ist, ist Nidorina ja auch nicht weit. Au! Ziehstrahl! Ja, so will ich das sehen. Dieses Geräusch liebe ich. 226. Oh, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das war schwach. Ja. Musst du mehr trainieren, mein Freund. Wettkämpfe, ich kann ihnen nicht widerstehen. Ich weiß, wie du dich fühlst, mein Freund. Ich kämpfe auch gerne gegen so Leute wie dich. Und da ist Tauboga wieder gut geeignet für. Tauboga. Bam. Wachstum. Spezialangriff von Knuffenser steigt. Windstoß. Bam. Ach, das ist einfach nur schön. Schön sowas. Wenn alles schön klappt. Carpador. Zeig, was du kannst. Platsch sie weg. Erstmal wieder tauschen. Mit Tauboga. Zack. Nein! Och, das ist unfair. Wieso? Windstoß. Dafür hast du meins extra eingeschleppert, nur um Blockduft zu machen. Ey, das ist doch jetzt ein Scherz. Das Vieh greift nicht einmal an. Aber meins pennt auch wie sonst was. Alter. Nur Lockduft? Das kann doch nicht wahr sein. Windstoß. Tauboga ist aufgewacht. Jetzt gibt's Rache. Was? Bitte, wie oft macht er das? Meins haut schon nicht ab. Aber wieso hat das Vieh das überlebt? Das verstehe ich nicht. Kann doch gar nicht sein. Normalerweise haut es instant um. Aber du erreichst Level 12. Tauboga 150. Immerhin hatte ich eine Chance. Ja, und die hast du mit deinem Lockduft verschmissen. Verdammt. Wetter, oh nein. Was mache ich nur? Erstmal Carpador hier. Jetzt hat es noch weniger Angriffspunkte als vorher. Es kriegt ja nicht mal Tackle oder so. Oder irgendeinen Nahkampfangriff. Nein, es ist einfach nur... Es ist einfach nur Pokémon, das rumplatscht. Das kann doch nicht wahr sein. Spieler Dirk. Voltoball. Voltoball, kein Stahl-Pokémon, kann ich wegsäbeln. Ich probiere es allerdings nochmal mit Simsala, weil das Vieh ist ja gleich Level up. Das Vieh, sag ich schon. Mein Kollege hier. Entschuldige, Simsala, ich wollte dich nicht kränken. Oh mein Gott! Au. Okay. Das war Fail. Erstmal ein Rasierblatt hinterher. Was?